Beschreiben Sie einen Kreiskegel mit dem Radius R und der Höhe H einen Zylinder mit maximalem Volumen ein. Ja, wir wollen einen Kreiskegel, einen Zylinder mit möglichst großem Volumen einbeschreiben. Der Kreiskegel hat den Radius R und die Höhe H. Und ich habe jetzt eine Zeichnung gemacht, quasi einen Schnitt hier direkt durch die Spitze senkrecht runter. Und dann liegt der Kegel liegt irgendwo so drin, der Zylinder liegt irgendwie so drin. Das ist dann also der Zylinder. Und dessen Volumen soll maximal sein. Das heißt, das Volumen des Zylinders ist die Zielfunktion. Und da schreibe ich jetzt mal einfach hier hin, Radius A, Höhe B. Also V ist das Volumen des Zylinders. Und das Volumen des Zylinders, wie berechnen wir ein Volumen von einem Zylinder? Ich glaube ein Drittel Pi R². Ja, beim Kegel ist es ein Drittel. Und beim Zylinder ist Pi R². So ist es. Pi und der R ist A, also Pi A² mal B. Das ist das Volumen des Zylinders und das soll maximal sein. So, die Schwierigkeit bei der Aufgabe ist die Nebenbedingung. Die Nebenbedingung heißt, wie hängen A und B zusammen? Und dazu machen wir einen alten Trick, Algebraisierung eines geometrischen Problems. Und die funktioniert so, dass ich hier ein Achsenkreuz reinzeichne. Und wenn ich hier ein Achsenkreuz habe, so im Geiste mit X und Y markiert, dann entspricht das hier einer Gerade. Richtig. Und die Geradengleichung, die hätte ich gerne. Wie lautet denn die Geradengleichung von dieser grünen Geraden hier? Die geht durch zwei Punkte, nämlich durch den und durch den. Wie heißt der Punkt? Ja, also die Funktion, das ist C. Der Punkt heißt, ist richtig, dass es C ist, der heißt aber nicht der Punkt. Das ist 0-H, es ist aber C, es ist richtig. So, wie heißt der Punkt von den Koordinaten her? Der ist R-0. Jawohl. Und dann können wir die Steigung der Geraden angeben als Differenz der Y-Werte. Differenz der Y-Werte 0 minus H durch Differenz der X-Werte R minus 0. Die hat also Steigung minus H durch R. Dann sehen wir schon, dass das R größer 0 sein muss, sonst funktioniert das nicht. Ist aber irgendwie klar. Gut, also das heißt, wir haben hier das als Steigung. Und jetzt kommen wir zum Y-Achsenabschnitt. Das C ist? C ist H. Genau, und damit habe ich die Geradengleichung. Y ist gleich minus H durch R mal X plus H. Das ist diese Geradengleichung. Das ist die Gleichung dieser grünen Gerade. Und auf der grünen Geraden liegt gerade der Punkt drauf, dieser Punkt. Und welche Koordinaten hat dieser Punkt? Der hat die Koordinate A, B. So ist es, ja, genau das. Auf der liegt es drauf. Das heißt, dass ich kann diesen Punkt in die Geradengleichung einsetzen. Das kann ich mal machen. Also A, B in die Geradengleichung eingesetzt. Und ich erhalte B ist gleich minus H durch R mal A plus H. Und das hier, das ist die Nebenbedingung. Das ist die Nebenbedingung bei der Aufgabe. Und die ist das Problem. Und die Nebenbedingung, die setze ich da oben ein. Und dann, also das ist die Nebenbedingung. Das hier oben ist die Zielfunktion. Ich setze das hier oben ein, ist ja brav nach b aufgelöst. Und ich erhalte Pi mal a² mal b und der b ist das hier. Minus h durch r mal a plus h. So, man muss sich noch dessen bewusst sein, da sind dummerweise irgendwie vier Buchstaben drin. Also gut, das a, das h, das r und sogar noch ein Pi. Jetzt die Frage, was ist denn die Unbekannte in der Situation? Die Unbekannte ist, das sind alle unbekannt, aber ja, das a ist die gesuchte Unbekannte. Das heißt, wir müssen hier nach a ableiten am Ende. So, das heißt, wir wollen jetzt da einen Extremwert rausfinden. Das heißt, wir müssen das V ableiten nach A. Also das ist eine Ableitung nach A. Und ich multipliziere das mal kurz aus. Das ist Pi mal minus H durch R mal A hoch 3 plus H
mal a Quadrat. Pi h mal a Quadrat. Und das muss ich ableiten. Und zwar nach a. So, die Ableitung nach a, wie sieht sie aus? Pi also ganz 0. Nee, Pi ist, das ist ein konstanter Faktor davor. Das Geld alles das ganz mal. Okay, ja. Genau, das sind alles mal Punkte, ja. Dann steht da 3 mal Pi mal minus a durch r. Ja, also ist das heißt 3a Quadrat. So ist es. Plus, wenn ich das hier ableite. Plus 2pi h a. So ist es. Und was muss ich mit der Ableitung machen? So ist es. Gut. Also, und das heißt, hier kann ich jetzt wieder einen ganzen Haufen Zeug ausklammern. Das heißt, ich kann hier ausklammern ein Pi, weil das Pi hat jeder Summand. Ich kann ein H ausklammern, hat auch jeder Summand. Und ich kann ein A ausklammern, hat auch jeder Summand. Und jetzt gucken wir mal, was da übrig bleibt beim, nach dem Ausklammern. Hier bleibt die 3 übrig. Als minus 3. Unten durch R. Mal a. Und hier bleibt übrig, das Pi ist weg, das h ist weg, das a ist weg, bleibt nur die 2 übrig. Jetzt habe ich geklammert. Was kriege ich dann raus, wenn das 0 sein soll? a1 ist 0. Jo, das ist von hier. Das h muss größer 0 sein, sonst macht die Aufgabe keinen Sinn. Das Pi ist sowieso größer 0. Also habe ich a1 gleich 0, ist richtig. Und was habe ich hier? Da kommt dann raus, minus 3 durch r mal a plus 2 gleich 0. Oder, da kann man... Minus 2 auf beiden Seiten dann... Ja, und dann... Ja, ja doch, mal r darf man, glaube ich, machen. Mal r darf man machen, also minus 2 mal r. Dann habe ich hier minus 3a gleich minus 2r oder? A ist gleich 2 Drittel r. Das ist unser zweites mögliches Extrem. Ja, wir müssen jetzt das Ganze klassifizieren. Ich habe jetzt die Funktion ein bisschen umgeschrieben. Das heißt, ich habe hier einen Haufen Zeug ausgeklammert, einfach, dass wir leichter rechnen können, sowohl bei der Funktion als auch bei der Ableitung. Und jetzt kommt die Klassifikation dran. Und bei der Klassifikation, da setzen wir fürs a Werte ein. Und wir haben ja a gleich 0 und a gleich 2 r Drittel als mögliche Extremstellen. Dann müssen wir das ins V' von A einsetzen und wissen, hier muss 0 rauskommen. Logo, wenn ich das A gleich 0 einsetze, kommt es auch raus. Und wenn ich für A gleich 2 R Drittel einsetze, wird der Posten zu 0, passt also. Jetzt brauche ich eine Zahl, die kleiner ist als 0. Minus R. Wobei man da aufpassen muss, weil das A ist ja als größer 0 definiert. Die Frage, ob wir bei a gleich 0, das würde vielleicht noch gehen, aber vielleicht interessehalber machen wir mal die Klassifikation auch für negative a-Werte. Dann brauche ich einen zwischen 0 und 2 r Drittel. R Drittel. Und einen, der größer ist als 2 r Drittel. Und das r ist aber sicher größer als 0, sonst stimmt das alles nicht mehr überein. So, jetzt setzen wir das minus r ein, das heißt, wir rechnen v' von minus r, das setze ich dann hier ein. Und da habe ich Pi h mal a und das a war ja minus r durch r multipliziert mit 2r minus 3a. Und das 3a ist 3 mal minus r. Und da kürzt sich das gegen das weg, die kürzen sich. Und ich habe minus Pi minus Pi mal H. Und was gibt das hier? Mal 5R. Minus Pi mal H mal 5R. Also minus 5 Pi H R. Das muss hier rein. Das ist V' von minus R. V' von R Drittel. Das ist wieder Pi H mal R Drittel durch R. Mal 2r minus 3r Drittel.
Und was kommt da raus? Kürzt sich wieder das gegen das weg. R, oder? Also in der Klammer kommt R raus. Ja, das heißt, hier steht 2R minus R, das gibt R. Also kommt raus R Pi H Drittel. Schreibe ich hier rein. Pi H R Drittel. So, jetzt setzen wir noch das R rein. V' von R. Und das ist Pi mal H mal R durch R. Das ist der Teil mal 2R minus 3R. Ja, kürzt sich wie immer was raus. Was bleibt übrig? Minus R in der Klammer. Das heißt von minus Pi H R. Völlig richtig. So, jetzt können wir das Ganze klassifizieren. Um was für Typen von Extremata handelt es sich? Wir haben hier von Minus nach Plus und wieder nach Minus. Was haben wir hier? Minimum. Und es ist insbesondere ein Randminimum. Es ist also ein Minimum mit waagrechter Tangente am Rand. Und was haben wir hier? Maximum. Also haben wir ein Maximum und wir berechnen jetzt. Ja, wir haben herausgefunden vorhin, dass wir ein Maximum haben bei a gleich 2r Drittel und ein Minimum, das gleichzeitig der Randwert ist, bei a gleich 0. Der andere Randwert, den wir haben, wenn wir uns das so überlegen, ist a gleich groß r. Ja, groß r kann der Radius des einbeschriebenen Kegels maximal sein. Also haben wir Randwert a gleich r. Und wir machen jetzt eine Randwertbetrachtung mit dieser Funktion. Und die Randwertbetrachtung sieht so aus, dass wir haben a gleich 0, das ist ein Randwert, das ist aber sicher ein Minimum, wissen wir auch. Dann a gleich 2r Drittel und a gleich r. Das setzen wir mal ein, also v von 0. Wenn wir v von 0 rechnen, sehen wir hier, steht 0 zum Quadrat, egal, 0 mal irgendwas ergibt 0, v von 0 ist 0. Das ist hier, also hier ist dann v von a. 2r Drittel v von 2r Drittel, das ist Pi mal 2r Drittel zum Quadrat mal h durch r mal r minus a und das ist 2 Drittel r. So, und das können wir ausrechnen. Da sehen wir, das hier gibt r Drittel. Und dann kann ich das gegen das hier wegkürzen. Dann bleibt übrig Pi mal 4r Quadrat mal h durch 3 zum Quadrat ist 9. Und dann habe ich hier noch ein Drittel durch 27. Das heißt, hier kommt diese Zahl raus. Das ist 4pi r Quadrat h durch 27. Und jetzt setzen wir das Groß R ein, das V von Groß R. Und das V von Groß R ist Pi mal R Quadrat mal h durch R mal, aber hier steht jetzt R minus R und das ist dann ebenfalls 0. Also steht hier die 0 dran bei der Randwertuntersuchung und das heißt, die Ränder sind beides mal 0 und damit ist das Volumen maximal für a gleich 2r Drittel und das Maximalvolumen ist 4r Quadrat mal h mal Pi durch 27.